Ja, hallo, mein Name ist Schlei Dietmar. Ich bin Mitstreiter dieser Morgenwache. Ja, wenn Leute diese Praxis im Hintergrund sehen, selbstdenkend und friedensliebend. Und hier haben wir die Möglichkeit, jetzt mal, ich wollte auf einen offenen Brief hinweisen, der an den Bundeskanzler geht. Wichtig erscheint uns da drin, dass es eigentlich keine militärische Lösung gibt. Wir haben den Brief verfasst, da bin ich einer von 14 Erstunterzeichner. Da geht es darum, dass man versucht, die Politik wieder dahin zu bewegen, dass man mehr für den Frieden tut und nicht irgendwelche Waffenlieferungen oder irgendwelche Sachen. Genauso geht es darum, dass es nicht, ohne dass man im Bundestag darüber spricht, einfach irgendwelche Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert. Da gab es früher mal von der Kirche Proteste, es gab früher mal von Grünen Proteste, man sieht und man hört nichts mehr. Und wir sind eigentlich noch die Gruppe, die montags hier vom Wendedenkmal und samstags vom Landratsamt die Leute doch ein bisschen in die Friedensrichtung bewegen wollen und was bewegen wollen, dass die Leute mitdenken oder mal sagen, Mensch Leute, wir schließen uns mit an, dass wir mehr werden, dass irgendwo mal der Druck auf die Politik zunimmt. Als einer der 14 Erstunterzeichner bitte ich Sie um Mithilfe. Inhaltlich geht es unter anderem um die Frage, warum man sich nicht mit der gleichen Intensität für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetzt, wie man diesbezüglich Israel tut. Wir sehen den Brief auch als einen möglichen Impulsgeber für Friedensverhandlungen, so wie es die Mehrheit der Bevölkerung wünscht. Es gibt, so unsere einhellige Meinung, keine militärische Lösung dieses Krieges. Es muss eine Verhandlungslösung her, auch wenn sich die üblichen Kriegstreiber dagegen sträuben. Ein großer Kritikpunkt, der im Brief angesprochen wird, ist die geplante Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland. Und dies offenbar im Alleingang, ohne im Bundestag darüber sprechen zu wollen. Angehängt ist diesem Schreiben eine Unterschriftenliste, auf der jeder unterschreiben kann, der unsere Forderungen unterstützt. Am 27.09. 19 Uhr werden die Unterschriftlisten dann auch die von fleißigen Sammlern von uns eingesammelt. Dies wird im Kulturhof erfolgen während einer Veranstaltung, zu der der Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach erwartet wird. Also Augen auf, kommen Sie auf uns zu. Es ist möglich am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr vom Landratsamt oder am Montag zwischen 17 und 18 Uhr vom Wendedenkmal. Sie erkennen uns an den Friedensfahnen. Vielen Dank.